Herzlich willkommen zu einem weiteren Video in und zu WAVI Profi 3. In diesem Video möchten wir uns in der Praxis damit beschäftigen, wie einfach das ist, einen eBay-Verkauf in die lokale WAVI zu holen. So, da möchte ich ganz kurz einhaken. Und zwar, das Problem in der heutigen Zeit ist natürlich das, dass Sie eine Kasse haben, Sie verkaufen lokal. Okay, da geht Ware raus über die Kassentheke, so viel, Sie verbuchen das sauber alles in der Kasse, wunderbar. Die Problematik ist nun, Sie haben eine eBay-Plattform zum Beispiel und verkaufen darüber auch. Wie bekommen Sie nun, oder jetzt müssen Sie an irgendeiner Stelle Rechnungen erstellen. Sie müssen dem Kunden sagen, ich bekomme jetzt 20 Euro von dir, wie auch immer. So, dann müssen Sie natürlich auch einen aktuellen Waren, also einen Bestandsabgleich haben. Irgendjemand muss sich ja um die Bestandsreduzierung kümmern. Das heißt, wenn Sie was verkaufen über eine Rechnung, ja, dann wird natürlich auch der Bestand weniger des verkauften Artikels. WAVI Profi 3 stellt Ihnen hier mit diesem Modul eine kleine Schnittstelle zur Verfügung, mit der Sie das tun können. Wie einfach das ist, das zeige ich Ihnen. In weiteren Videos erhalten Sie natürlich Backgrounds, das heißt, was müssen Sie konfigurieren, wie funktioniert das Ganze im Detail, zeige ich Ihnen in einem anderen Video, aber hier zeige ich Ihnen ganz einfach, wie das geht. So, und zwar, wir machen hier mit Musterdaten. Sie klicken auf den Button in der Toolbox oben eBay oder gehen über den Button Verkauf, eBay verkaufte Artikel. Nun kommen Sie zu diesen Fensterchen, wo Sie auf der linken Seite Ihre Details zu der Aktion haben, auf der rechten Seite haben Sie eine Liste mit Ihren verkauften Artikeln. Was WAVI Profi 3 kann, ist das komplett hier einlesen, was Sie auf der linken Seite sehen. Was es leider noch nicht kann, ist das Einlesen der Portokosten. Ist aber geplant, kommt noch. Das können Sie ganz, ganz einfach umschiffen oder umgehen, indem Sie sagen, ja, dann gehe ich halt mal schnell zu der Auktion. Dann klicken Sie auf den Button, hier gehe zum eBay-Artikel und WAVI Profi 3 springt sofort zum Artikel und Sie können dort in Ihren Internet Explorer oder Firefox, wie auch immer, können Sie nachsehen, was Sie dort für Kosten oder Portokosten hinterlegt haben und die eintragen. Also ist eine Sache auf Sekunden. Ich sage jetzt einfach mal 5 Euro, ist ja egal. So, nun klicken Sie auf Verkauf und sagen Rechnung erstellen. Da WAVI Profi 3 ein bisschen aufpasst und sagt, hey, ich pass mal auf, was Sie da so tun, sagt er natürlich, hey, lieber Benutzer, den Artikel, den du verkauft hast, ist toll, aber ich kenne den nicht. Somit müssen Sie sagen, okay, der Artikel, den ich jetzt gerade hier, für den ich eine Rechnung erstellen will, ist die Artikelnummer XY bei mir auf lokalem System, denn Sie können ja nicht Ihre Artikelnummer für diesen Artikel, den Sie im Bestand natürlich haben, bei eBay hinterlegen. Das geht leider nicht. Deswegen können Sie hier nun einfach die IRN-Nummer einscannen, zack, oder den Artikel per Begriff suchen oder irgendeinen Artikel anklicken und sagen, das ist der Artikel, den ich bei eBay verkaufe. Und Sie sagen nun, ausgewählten Artikel zur Tabelle hinzufügen. Und somit haben Sie eine Verbindung von eBay zu diesem Artikel hergestellt. Jetzt können wir ganz, ganz bequem auf Verkauf klicken, Rechnung erstellen. Nun können wir Textbausteine importieren, wenn wir wollen. Hier empfehle ich Ihnen, einen Textbaustein zu definieren, der sich zum Beispiel eBay-Verkauf nennt. Und da würden Sie dem Käufer nochmal mitteilen, zum Beispiel vielen Dank für Ihren eBay-Einkauf. Bitte überweisen Sie den Betrag an unsere Bankverbindung, bla bla bla. Oder verwenden Sie die Kaufabwicklung oder die PayPal-Abwicklung, insofern Sie PayPal bei eBay hinterlegt haben. Denn nicht jeder hat in der heutigen Zeit PayPal. Das bitte ich Sie zu berücksichtigen. Deswegen macht es durchaus Sinn, so einen Text sich zu hinterlegen und den dann ganz einfach per einfachen Klick zu übernehmen. Zack, und das war's schon. Nun klicken wir auf Übernehmen, wählen den Verkäufer aus. So, bestätigen die Abfrage. Und vielleicht hören Sie es, WAVI Profi 3 druckt nun gerade die Rechnung. Also beziehungsweise der Drucker druckt, ist ja klar. So, was passiert jetzt? Jetzt ist ein neues Fensterchen aufgegangen, weil er hat uns gefragt, hey Benutzer, willst du zu den Online-Aufklebern wechseln? Standardmäßig steht der auf Ja, dann springt er direkt zu den Online-Aufklebern. Das Schöne ist es, auch kommt die E-Mail ist sofort raus, wo Sie noch zusätzlich jetzt einen Text hinzufügen könnten, wenn Sie wollten. Wenn nicht, dann einfach auf Übernehmen klicken. Jetzt ziehe ich das jetzt einfach mal hier rüber, damit Sie das auch sehen. Und wir haben nun eine Rechnung erstellt, hier an den Empfänger. Und die Rechnung hängt im PDF dann drin. Da steht dann hier an die liebe Frau Sandra Musterfrau im Testweg und bla bla bla. Da steht dann, liebe Frau, du hast hier bestellt und bla. Ja, alles da. Dann brauchen Sie nur noch auf Senden klicken.
dann wird diese E-Mail automatisch an den Empfänger versandt. Und das Coole ist es, wir haben jetzt, hat ja Wavi Profi 3 diesen Online-Versand aufgemacht, den Sie erkennen. Und hier können Sie direkt auf den dementsprechenden den Aufkleber wählen oder die Versandart wählen, die Sie gerne hätten. Und dann hier direkt auf Auswählen klicken. Das heißt, Wavi Profi 3 stellt sich online gleich auf den richtigen Artikel, auf die Versandklebererstellung von, also auf die Abwicklung von eBay. Und dann würden wir noch sagen, würden das ganze Ding ausdrucken und es ist erledigt. Zusammengefasst bedeutet es, dass Sie eine Rechnung innerhalb von 30 bis 60 Sekunden oder erstellen, ja, und sich an der Stelle dann nicht um nichts mehr kümmern brauchen. Das Coole an der nächsten Stelle ist, das zeige ich Ihnen auch gleich, dass der Verkauf nun gespeichert ist, beziehungsweise die Rechnung ist gespeichert und die können Sie dann natürlich auch im System bezahlen. Des Weiteren haben wir natürlich auch eine Sicherheitsfunktion eingebaut, weil das kennt jeder, manchmal muss es schnell gehen, man vergisst etwas. Wir machen jetzt einfach nochmal die Situation, Sie sagen, ach, ich muss ja da eine Rechnung erstellen. Sie haben aber die schon erstellt, haben es vielleicht einfach vergessen und klicken nun erneut auf Verkauf und sagen Rechnung erstellen. Dann sagt Wavi Profi 3, hey Benutzer, du hast für diesen Artikel schon eine Rechnung erstellt. Kann das so sein? Stimmt das so? Und jetzt könnt ihr sagen, nee, das stimmt nicht. Dann sagen sie nein. Klar, ich habe es ja schon erstellt, dann breche ich den Vorgang ab. Oder sie sagen, ja, das ist schon richtig so, warum auch immer. Dann können Sie für diesen Verkauf nochmal eine Rechnung oder eine neue Rechnung erstellen. Diese erstellten Rechnungen finden Sie zugleich im System, dass Sie sagen, hier bei Rechnungen, Lieferscheine, Angebote ist jetzt die für unsere Musterfrau Sandra, ist die Rechnung vorhanden, die könnten Sie nun bezahlen. Und das Coole ist es, jetzt können Sie sagen, das wurde bezahlt, entweder aufs Konto oder Sie könnten sich hier Ihr PayPal-Konto anlegen, könnten hier die PayPal-Gebühren eintragen, die unter Umständen für die Bezahlung dieser Rechnung entstanden sind und könnten dann ganz einfach hier auf Zahlung übernehmen klicken. Und die von Ihnen aus Wavi Profi 3 erstellte Rechnung ist dann auch sofort bezahlt. Ich sage, ich mache das jetzt einfach mal. Ja. So, und wir haben nun die Rechnung drin als bezahlt. Somit wissen Sie, die Rechnung ist bezahlt. Auch sehr schön, Sie können natürlich auch hier die Versanddaten hinterlegen, dass Sie sagen, Sie haben es mit der Post, mit keine Ahnung was, mit Einschreiben, Einwurf oder einer freien Versandart, die Sie selbst definieren können, versandt. An einem Datum mit Anzahl Pakete, mit eventuell einer Paketnummer, die Sie an dieser Stelle hinterlegen könnten. Auch können Sie dann über Wavi Profi 3 dem Käufer mitteilen, pass mal auf, es ist alles erledigt und Sie können nun Versanddaten per Mail anklicken. Wir erhalten nun eine E-Mail hier, wo dann drin steht, wir haben Ihre Bestellung an den Versand weitergegeben, hier mit Paketnummer über den Versand, Versandart mit Anzahl der Pakete XY. Die Sie dann ganz einfach per Senden an den Käufer senden können. Somit weiß der, aha, das Ding ist rausgegangen. Ja, das war's in der Übersicht. Wenn Sie weitere Informationen erhalten wollen, wie das Ganze im Hintergrund funktioniert, was Sie eventuell beachten müssen, dann schauen Sie sich vielleicht die anderen Videos auch noch an. Und abschließend, weil ich gerade sehe, dass ich das vergessen habe zu erwähnen, das kennen wir, wenn ein Käufer seine Daten mit Kleinbuchstaben schreibt, weil er es halt einfach vergessen hat, weil er ja da etwas nachlässig war, ist ja egal. Jetzt müssten Sie natürlich hergehen, damit es besser aussieht, müssten aus den kleinen Buchstaben einen großen Buchstaben machen. So Musterfrau. Okay, Sandra kleingeschrieben, auch nicht schön. Deswegen haben wir hier so kleine Buttons am Rand oder zuvor platziert, die Sie einfach anklicken können, die aus dem kleinen Anfangsbuchstaben einen großen Anfangsbuchstaben machen. Hier Testweg, wenn wir draufklicken, kriegen wir ein großes T. Also eine kleine Erleichterung für Sie. Alles im Allem können Sie sehr, sehr schnell eine Abwicklung, also eine Rechnung erstellen, zu den Online-Versandaufklebern wechseln und das mit einem Modul in Wavi Profi 3. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und vielleicht sehen wir uns ja im nächsten Video wieder. Bis dann, ciao!